Moin ihr Lieben, herzlich willkommen, eine neue Ausgabe von Aurich TV. Heute ist Sonntag, 10. Oktober. Zwei Sachen sind ganz frisch. Ich darf meine Sonnenbrille auflassen zum Moderieren. Jürgen ist gnädig, weil sonst kann ich hier nämlich nichts mehr sehen. Und es gibt Glühwein. Ja, in der Tat. Es ist zwar hier 20 Grad und Sonne, aber der Nachbartisch hat uns hier etwas angefeuert. Da wurde nämlich Glühwein bestellt. Völlig verrückte Idee, aber total geil. Haben wir uns natürlich gleich drangehängt, sitzen hier also im Hirschen und trinken den ersten Glühwein des Jahres. Was soll's, in 4 Wochen ist ja eh Weihnachtsmarkt. Ich probiere mal eben. Ja, sehr lecker. So. Ja, los geht's. Heute ist verkaufsoffener Sonntag. Heidemarkt. Ihr habt's in unseren Schnittbildern hier im Bild. Hier ist richtig was los in Aurich. Der Heidemarkt ist ja so ein Klassiker, sonst immer gerne auf den 3. Oktober gewesen, darf aber ja nicht mehr sein, weil Feiertag, Tag der Deutschen Einheit, also jetzt eine Woche später. Der Heidemarkt ist wohl heute Vormittag ganz gut frequentiert worden. Wir haben uns das mal angeguckt und haben festgestellt, dass allerdings auch die Zahl der Beschicker weniger geworden ist. Also eine riesengroße Fläche hat Jochen Jakobs vom Garten Eden da aufgebaut. Und hätte er das nicht getan, dann wären Großteile des Marktplatzes vorne leer. Und das kann ja eigentlich auch nicht Sinn so einer Veranstaltung sein. Vielleicht kann man da mal irgendwie gucken, dass es da eine bessere Planung gibt, dass man im Vorfeld weiß, wer kommt und wer kommt nicht. Weil nichts ist schlimmer als ein leerer Marktplatz an so einem Tag. Die Stadt ist voll, die Cafés und die Eisdielen und alles, was mit Nahrung handelt, sowieso. Allerdings sind wieder relativ wenig Einkaufstaschen zu sehen. Das ist ja immer das Thema bei den ganzen verkaufsoffenen Sonntagen. Da wird relativ viel flaniert, relativ gerne Kaffee und Kuchen oder auch Glühwein getrunken. Aber es wird eben halt relativ wenig eingekauft. Ja, was ist uns noch aufgefallen? Kriegt mir auch einen kleinen Tipp. Das Leitsystem für die Parkgarage, Tiefgarage Zentrum scheint nicht richtig zu funktionieren. Da wurde ich gestern darauf hingewiesen, dass also die Schilder an den Einfahrtsstraßen 21 freie Parkplätze zeigen. Aber die Tiefgarage deutlich mehr als 21 freie Plätze hat. Vielleicht kann man das mal in irgendeiner Weise bei der Stadt kontrollieren und mal checken, was da los ist. Der heutige Tag natürlich auch unter dem Zeichen von Verdi. Ja, meine speziellen Freunde, die ich ja nun gar nicht so mag, weil die ja nun immer alles verbieten. Aber dem Fass, den Boden schlägt eigentlich nun die Aussage von diesem Gewerkschaftssekretär Arne Brix aus. Der sagt nämlich allen Ernstes, ja, wir haben das ja nicht verboten, dass zum Beispiel der Karolinenhof heute nicht aufmachen darf. Das hat ja die Stadt gemacht. Ja, das hat Helmut Lücht gemacht als Ordnungsamtsleiter. Muss er ja auch. Da muss ich ehrlich sagen, natürlich auch ein bisschen im vorauseilenden Gehorsam. Denn die Drohung von Verdi ist ja ganz klar, wenn ihr das macht, dann klagen wir und dann verliert ihr vor Gericht. Das ist natürlich Erpressung, das sind Mafia-Methoden, sage ich auch mal ganz deutlich. Lieb Verdi, was ihr da an den Tag legt, sich dann hinzusetzen und im Zeitungsinterview zu sagen, ja, die Stadt ist ja blöd und die Stadt ist ja der Buhmann. Das ist eine Unverschämtheit, das verdreht die Tatsachen und ich bleibe dabei. Dieser ganze Verdi-Verein ist einzelhandelsfeindlich und sollte mal seine grundlegenden Ideen überdenken. Ja, da ist der vorauseilende Gehorsam sicherlich dann nicht so angebracht, auch seitens des KVs. Vielleicht muss man es irgendwann mal drauf ankommen lassen, sich mit diesen Leuten mal anzulegen und das wirklich mal auszufechten, anstatt immer, wie gesagt, in vorauseilendem Gehorsam in Deckung zu gehen. Ja, was haben wir noch? Der Weihnachtszauber. Ja, es soll einen Weihnachtszauber geben. Das ist jetzt auch aufgrund der Verordnung des Landes Niedersachsen festgelegt. Der Mindestabstand ist nicht mehr 5 Meter, sondern nur 2 Meter. Ergo, man kann da auch ein bisschen was aufbauen. Wie man das in Aurich nun machen will, das ist die ganz große Frage, weil ich muss ja quasi das Marktplatzareal einzäunen. Ich muss ja quasi Zäune drumherum bauen, damit ich den Zugang für 3Gs sicherstellen kann. Geimpft, genesen oder getestet oder gechippt oder was weiß ich was alles. Also da wird auch nochmal interessant sein, wie wird was geregelt. Hier werden dann ganz einfach, genau wie beim Schützenfest Esens, hier werden hoheitliche Aufgaben an Privatpersonen übertragen. Ich weiß gar nicht, ob das rechtlich möglich ist, dass ich mich, wenn ich auf einen Weihnachtsmarkt gehen möchte, ausweisen muss oder ob ich mein Impfzertifikat irgendjemandem vorzeigen muss, das ist die Frage. Muss ich das tun, muss ich das nicht tun? Das wird sehr, sehr spannend. Und was mich an der ganzen Sache auch noch ein bisschen stört im Moment,
einmal mehr haben es die Weihnachtsmarktorganisatoren nicht auf die Reihe gekriegt, mit der Altstadtgastronomie zusammenzuarbeiten. Das geht schon seit Jahren so, das ist immer wieder ein großes Problem. Hier arbeiten verschiedene Leutchen immer aneinander vorbei. Ich habe schon vor 2 Jahren gesagt, warum kriegt man es nicht hin, dass die Weihnachtszauberorganisatoren sich mit der Altstadtgastronomie in Verbindung setzen und man macht für Aurich ein Gesamtkonzept. Warum kriegt man das nicht hin? Bezieht die Gastronomen mit ein. Ich habe gerade mit Arno Fech gesprochen. Ich sage, hast du irgendwas gehört? Bist du angesprochen worden? Nein, sagt er. Ich weiß von gar nichts. Man hat uns nicht angesprochen. Man hat uns auch nicht einbezogen. Hier laufen also wieder Parallelwelten. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist eher sehr nachteilig, auch für unsere Stadt, die wir natürlich versuchen müssen, in irgendeiner Weise hier gemeinsam zu vermarkten und hier Leute vernünftig herzubekommen. Ja, das ist es mal so auf die Schnelle, der kurze Stimmungsbericht hier vom Sonntag, dem sonnigen Sonntag mit Glühwein. Wie gesagt, also Glühwein gibt es hier schon. Wir sind sehr, sehr positiv überrascht. Der schmeckt sogar, wie gesagt, gut. Wir sehen uns die nächste Woche wieder. Schauen mal, was los ist. Heute wollen wir mal die Politik außen vor lassen, sondern hier wollen wir heute uns mal um andere Themen kümmern. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt alle den Tag genossen, könnt in der Sonne sitzen, mit oder ohne Glühwein, vielleicht auch einfach nur mit Kaffee und Wasser. Ich wünsche euch was, bleibt fit. Jürgen grinst sich schon wieder breit ein hinter seiner Kamera, darf er auch. Ihr wisst, obolus@aurich.tv. ist unsere Unterstützungsseite per PayPal oder per Kontonummer. Könnt ihr im Anschluss sehen. Jürgen wird die auch mal etwas länger einblenden, damit man sich die auch, wenn man will, abschreiben kann. Ja, das war's für heute. Wenn ihr was habt, schreibt uns gerne eine E-Mail. Wir sind für euch da. Herrlich, ehrlich sind wir, bleiben wir auch in Zukunft. Ciao, tschüss, schönen Sonntag.